Der Film zur historischen Weinbauanlage in Maikammer wird Ihnen präsentiert vom Weingut Hubert Müller, die gute Adresse für Weine, Sekte und Edelbrände. Der Wein- und Erholungsort Maikammer an der südlichen Weinstraße bettet sich wohlgefällig in ein Meer von Reben. Besonders sehenswert ist die Alsterweiler Kapelle mit dem wertvollen spätgotischen Altarbild, ein Triptychon, das auch Maikammerer Altar genannt wird. Wohl um 1445 vollendet, ist er ein wertvolles Zeugnis oberrheinischer Malerei und zählt zu den wenigen noch erhaltenen Beispielen gotischer Tafelmalerei in der Pfalz. Die Alsterweiler Kapelle wurde im Jahr 1845 auf Initiative der Alsterweilerer Bürger errichtet und 1968 grundlegend renoviert. Die Alsterweiler Kapelle ist Startpunkt des 2,5 Kilometer langen Weinlehrpfads, der nach der Maikammerer Weinlage Mandelhöhe benannt ist. An der Rückseite der Kapelle befindet sich eine historische Weinbauanlage. Im Rahmen der Flurbereinigung 1984 geschaffen, kann man hier sehen, wie früher Wein angebaut wurde. Die Anlage zeigt die mittelalterlichen Anbauweisen und Erziehungsformen der Rebstöcke, wie die sogenannte geschlossene Kammerterziehung. Das Problem bei der Anbauweise war die große Verwitterungsanfälligkeit der verwendeten Holzpfähle. Bei der weiterentwickelten Edenkobener Drahtkammert wurde anstelle der Holzpfähle Steinsäulen mit Eisenauflegern verwendet. Die Drahtkammerterziehung stellt den Übergang zur heute üblichen Spaliererziehung dar. Neben der historischen Weinbauanlage sind alte Rebsorten gepflanzt. Beachtenswert ist die Stangenerziehung kultivierter Wildreben aus Nordamerika. Die Anlage wird vom Weinbauverein Maikammer gepflegt. Dieser Wein wird derzeit vom Weingut Hubert Müller ausgebaut und im Büro für Tourismus Maikammer mit einem besonderen Künstleretikett verkauft. Entdecken und erleben Sie die gute Adresse für Weine, Sekte und Edelbrände. Für jeden Anlass und jeden Geschmack finden Sie im Weingut Hubert Müller in Maikammer den passenden Wein. Obst aus naturnahen und schonenden Anbau wird in der eigenen Brennerei zu edlen Bränden destilliert. Besuchen Sie das traditionelle Hoffest alle zwei Jahre im Juli oder verbringen Sie einige Urlaubstage auf dem Weingut. Musik